Herzlich willkommen bei 5 Rules 5 Hacks. Im heutigen Video stelle ich euch meine Top 5 an Systemen und Anbietern vor, die für mich ein absolutes No-Go darstellen, wenn ihr Geld im Internet verdienen wollt. Die unrühmlichen Top-Platzierungen in meiner Auflistung sind dabei nicht einfach nur Zeitverschwendung, sondern können euch sogar Geld kosten, anstatt es euch einzubringen. So, ihr seid sicher schon ganz neugierig. Ich will euch also nicht weiter auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem Video. Platz Nummer 5. Bezahlte Umfragen. Mir ist bis heute schleierhaft, wie Online-Umfragen es zu einem halbwegs passablen Ruf unter den Online-Mikrojobs bringen konnten. Es wird immer groß getönt von tollen, seriösen Marktforschungsunternehmen, die 10 Euro oder mehr pro Umfrage zahlen und mit denen es super einfach sein soll, viel Geld nebenher zu verdienen. Zunächst mal, ja, man kann mit Umfragen Geld verdienen. Aber, und das ist das große Problem, die Beträge sind in Wirklichkeit, wenn man sie auf den Schnitt herunterrechnet, unfassbar gering. Normalerweise läuft das Ganze nämlich so ab, dass ihr am Anfang zu besser bezahlten Umfragen eingeladen werdet, als es im Schnitt der Fall ist. Das ist aber noch nicht das Hauptproblem. Das besteht nämlich darin, dass eure Eingaben in euren Profilen noch nicht automatisch zur ausschließlichen Einladung zu Umfragen führen, die auch wirklich auf euch passen. Die Konsequenz daraus ist, dass ihr ständig Umfragen startet, die dann nach zum Teil 10 Minuten aufgewendeter Zeit abgebrochen werden, da ihr leider doch nicht in das Anforderungsprofil des Auftraggebers passt. Ihr verdient für eine solch abgebrochene Umfrage rein gar nichts und das ist leider eher Regel als Ausnahme. Betrachtet man jetzt, dass Umfragen heute im Schnitt auch noch deutlich schlechter bezahlt werden als noch vor einigen Jahren, errechnet sich meiner Erfahrung nach ein Stundenlohn von 50 Cent bis günstigstenfalls 3 Euro. Das taugt bestenfalls als Alternative für Busfahrten, in denen ihr ohnehin nichts anderes tun könnt. Platz Nummer 4. Paid Mailer. Noch dreister finde ich das Angebot von sogenannten Paid-Mailern. Auch diesen Begriff kennen meines Erachtens schon viel zu viele Leute, denn eine sinnvolle Alternative zum Online-Geldverdienen ist auch das in keinster Weise. Für die, die noch nicht wissen, was ein Paid-Mailer ist: Paid-Mailer sind Portale, die Werbe-E-Mails an euch weiterleiten. Öffnet ihr diese und schaut sie an, bekommt ihr einen fixen Betrag dafür gutgeschrieben. Der Witz an der Sache ist allerdings, dass diese Beträge von allerbestenfalls 3 Cent bis runter zu 0,1 Cent pro E-Mail reichen. 0,1 Cent. Leute, bitte. Jetzt mag manch einer vielleicht sagen, dass es hier ja die Menge macht, aber nun ist es ja auch nicht so, dass ihr jeden Tag 1000 E-Mails bekommt, die dann in 1000 Sekunden durchklickt und dann ein nettes Taschengeld verdient habt. Meist liegt die Maximalmenge an E-Mails, die ihr pro Tag bekommt, zwischen 3 und 10 Stück. Das macht einen Wahnsinns-Tagesgewinn von 0,3 Cent bis extrem optimistisch geschätzten 30 Cent dafür, dass ihr euer E-Mail-Postfach komplett vollmüllen lasst. Hebt lieber einmal am Tag eine Plastikflasche von der Straße auf und gebt sie ab. Damit verdient ihr mehr Geld und tut auch noch was fürs Allgemeinwohl. Platz Nummer 3. Cashback-Seiten. Noch schlimmer wird es mit der Krankheit, die sich meist Cashback nennt. Häufig angereichert mit Angeboten zur Werbung gucken und damit Geld verdienen, was im Übrigen auch krasser Unfug ist, Umfragen und Ähnlichem kommen Seiten daher und wollen letztlich nichts anderes als euch erzählen, wie toll doch Cashback ist und wie viel Geld ihr damit spart und sogar verdienen könnt. Meines Wissens nach bedeutet Geld verdienen, dass man nachher mehr Geld im Geldbeutel hat als vorher. Nicht zu verwechseln mit Cashback, das nichts anderes ist als die Teilausschüttung einer Provision für die Vermittlung eines Käufers an den Verkäufer. Zu Deutsch, Cashback-Seiten bekommen Geld, wenn ihr ein Produkt über sie kauft. Einen Minimalteil davon geben sie an euch zurück. Damit hat dann euer Produkt nicht 100, sondern 98 Euro gekostet. Das ist kein Verdienst, sondern ein minimaler Rabatt. Daher sind solche Seiten nicht nur keine gute Alternative zum Online-Geldverdienen, sie sind schlicht und ergreifend gar keine Alternative, da sich damit einfach eben kein Geld verdienen lässt. Punkt. Platz Nummer 2. Casino-Tricks und sonstige Glücksspiele im Allgemeinen. Da ich davon ausgehe, dass der Hauptteil meiner Zuschauer verhältnismäßig intelligent ist, musste ich etwas überlegen, ob ich das hier überhaupt mit reinnehme. Wenn ich allerdings auch nur eine einzige Person davor bewahre, diesen Anbietern auch noch Geld in den Rachen zu werfen, dann lohnt es sich definitiv schon. Ich sehe das immer wieder, insbesondere bei YouTube-Videos von Leuten, die behaupten, sie hätten einen Trick gefunden, um das Casino auszutricksen und sicher Geld zu gewinnen. Denkt doch bitte mal darüber nach. Diese Spiele sind überhaupt erst geschaffen worden, damit Leute Geld verdienen. Aber bitteschön nicht die Spieler, sondern immer die Betreiber. Gäbe es solche Tricks, wäre das den Betreibern aber längst bekannt geworden und sie hätten eine Möglichkeit gefunden, diese zunichte zu machen. Ansonsten wären die Casinos doch im Rekordtempo pleite.
Wer Glücksspiele spielt, wird auf Dauer immer verlieren. So leid es mir tut, das ist nun mal ein Fakt. Einzige Ausnahme sind Kartenspiele gegen andere Spieler. Doch auch davon ist dringend abzuraten, denn gelegentlich gegen seine Freunde beim Kartenspielen zu gewinnen, reicht noch lange nicht, um ernsthafte Chancen im Online-Poker zu haben. Wenn's euch Spaß macht, bitteschön. Wenn ihr Geld verdienen wollt, Finger weg vom Glücksspiel. Und der absolute Spitzenreiter auf Platz Nummer 1, Wertpapier und Börsenspekulation. Ich sage nicht, dass ihr generell nichts mit Wertpapieren machen sollt. Wenn ihr das möchtet und gut informiert seid, tut es. Mir geht es hier primär um Online-Portale, die wiederum großteils beworben über YouTube angeblich sichere Gewinne versprechen. Auch das ist selbstverständlich wieder Unfug. Kein Wertpapier dieser Welt ist sicher. Das widerspricht dem System an sich und ist schlicht und ergreifend nicht existent. Es gibt relativ sichere Wertpapiere mit niedriger Rendite und es gibt hochspekulative Wertpapiere wie Optionsscheine, die im Optimalfall eine sehr hohe Rendite abwerfen, im Worst Case aber binnen kürzester Zeit verloren sind. Macht nicht den Fehler, euch auf so etwas einzulassen, denn hier hört der Spaß endgültig auf. Wenn ihr meint, 10 Euro beim Online-Roulette verlieren zu müssen, ist das eine Sache. Aber mit mehreren 100 oder 1000 Euro auf Wertpapiere zu setzen, womöglich wenn ihr das Geld gar nicht übrig habt und richtig in Probleme kommt, wenn ihr es verliert, ist einfach nur naiv und dumm. Deshalb gilt hier noch mehr als bei allen anderen vorherigen Platzierungen, Finger weg und sucht euch eine andere Möglichkeit. 5 davon habe ich ja schon in meinem Video 5 seriöse Möglichkeiten online Geld zu verdienen vorgestellt. Wenn ihr also Inspiration sucht, schaut doch da mal rein. Ich hoffe, euch hat das Video etwas weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über eure Daumen nach oben. Kennt ihr noch Online-Anbieter, von denen ihr in jedem Fall abraten würdet? Dann schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht den Abonnieren-Button zu drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.